Heute in der Höhle der kleinen Schätze schauen wir uns mal den Mega Construx Hot Wheels Bone Shaker an. Mit 904 Teilen. Bis gleich nach dem Intro. Na, neugierig geworden? Na, herzlich willkommen in der Höhle der kleinen Schätze. Und schaut mal, was ich von Amazon bekommen habe. Von Mega Construx, Hot Wheels, den Bone Shaker mit 904 Teilen. Tja, und weil das von Amazon kommt und die mich ganz doll mögen, haben die mir natürlich wieder als Neuware was Kaputtes hergeschickt. Na, das sieht ja so aus, als ob es so hingefallen ist. Und dann hat man hier auch noch schöne Stauchungsknicke. Ne? Also so sieht eigentlich die Ecke aus. Und so sieht es aus, wenn es runtergefallen ist. Ja, das ist dann Neuware bei Amazon. Na gut, das kennt man ja schon. Schauen wir uns noch mal kurz die Rückseite an. Also ich finde, der Karton macht wirklich was her. So wirklich schade, dass er jetzt kaputt gemacht ist. Aber gut, ich packe das Ding eh aus. Ist es eigentlich egal. Wie hier Dings ist sogar hier oben zu sehen, das soll sogar die wirkliche Größe sein. Und wenn man mal die Hand so hinhält, ja, ist schon ganz schön groß. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich würde sagen, ich mache das Ding mal auf und dann schauen wir mal. Ja, jetzt ist die Verpackung weg. Insgesamt 11 Tüten mit Bausteinen, eine Tüte mit den Gummireifen. Hinten kann man noch so ein bisschen sehen, den kleinen Hot Wheels. Der dabei ist, ist natürlich auch ein Bone Shaker. Ja, was soll es auch anderes sein? Und eine riesig, riesig große, dicke, fette Anleitung von dem Bone Shaker. Jawohl. Und wenn man die erste Seite mal aufmacht, dann sieht man schon gleich ja, den Entwurf von dem Bone Shaker. Und wenn wir mal ein bisschen rüber gehen, dann sehen wir auch den Designer, den Larry Wood, der das damals so gezeichnet hat. Und der Bone Shaker, habe ich mir sagen lassen, ist doch ein sehr erfolgreiches und beliebtes Modell unter den Hot Wheels. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so der Hot Wheels Sammler. Ich hatte sicherlich als Kind mal ein paar, aber ja, naja gut. Ja, und dann die Anleitung hier, ja, wie man das bei Mega Construx kennt. Da, wo was hinkommt, ist es farblich gekennzeichnet. Und ansonsten sieht man ja, wie das dann auszusehen hat. Hier auf der linken Seite kann man nochmal den kleinen Bone Shaker. Das ist ja ein echtes Diecast-Modell, Hot Wheels mit Stand sehen. Den kann man dann auch nochmal mit dazu bauen und den Teiletrenner. Ja, insgesamt hat die Anleitung, mal eben schauen, ja, 115 Seiten. Wobei die letzten zwei schon wieder die Teileliste ist, also bis 112 geht's. Und ich denke mal, da kann man richtig schön bauen. Und das werde ich jetzt auch gleich machen und dann schauen wir uns das Ding nachher mal an, wenn ich es fertig habe. Dann bis nachher. Kommen wir mal zum Bonus, der in dem Set auch mit dabei ist. Das ist einmal das Original Hot Wheels Auto, der Bone Shaker. Hat zwar hier eine andere Farbe, ist aber ansonsten wirklich relativ identisch, nur dass hier das Dach oben offen ist. Aber ansonsten muss man echt sagen, haben die das sehr gut umgesetzt vom Bauen. Ja, es ist also deckt sich nahezu und das ist echt cool gemacht. Ja, mit dabei zum Präsentieren auch so ein kleiner Stand, den man bauen kann. Ja, anders wie das Lego immer macht, ist das hier auch bedruckt, so wie sich das gehört. Ne? Draufgeschrieben Hot Wheels, Bone Shaker und designed by Larry Wood, also dem Designer. Larry Wood ist ja, eigentlich kommt er ja tatsächlich aus der Automobilindustrie. Der war früher mal bei Ford und ist dann irgendwann zu Hot Wheels gewechselt. Hat seitdem relativ viele Modelle auch gemacht und weiß halt, was er macht. Wie schon angekündigt, hier ist er. Und also ich bin ganz hin und weg von diesem Modell, weil das ist wirklich sehr gut gelungen. Ich hatte erst so die Befürchtung gehabt, naja, das sieht ein bisschen klobig aus und ja, aber wenn ihr dann hier so mal so live tatsächlich steht
mit diesen tollen Gummireifen und diesen ganzen Details und was man da alles so machen kann, das ist echt richtig, richtig genial, das Set. Also wer das nicht hat, unbedingt kaufen. Das Ding ist absolut das Geld wert. Ob ich es jetzt für die UVP von 80 € kaufen würde und empfehlen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt ist es derzeit, also ich habe es ja für 47 € aufgerundet bei Amazon bestellt und derzeit ist es, glaube ich, immer noch so bei unter 50 € und für das Geld, gerade auch wenn man mal guckt, was man sonst so für Sets bekommt, unbedingt kaufen, unbedingt kaufen. Also wer so ein Autofan ist und gerne sowas baut, vor allen Dingen hier ist kein Technikkram drin, das ist alles mit normalen Bausteinen gebaut und also richtig, richtig genial, richtig genial. So, schauen wir uns mal das Ding an. Die Seite sieht man ja schon hier. Ist alles gedruckt, ne? HW für Hot Wheels, hier der Bone Shaker Aufdruck, richtig cool. So sieht das Teil von vorne aus. Na, ich halte es mal ein bisschen hoch. Ja, die andere Seite. Rollt auch super, also ist auch unheimlich stabil. Da kann man also auch wirklich nicht meckern bei dem Ding. Ja, und hier die Rückseite. Hier ist so eine kleine Kiste drin. Da kann man auch den Deckel hoch machen. So als kleines Gimmick. Ja, kommen wir mal zu den Türen hier. Die lassen sich natürlich öffnen. Und dann kann man schon einen ersten Blick ins Innere erhaschen. Allerdings gucke ich gleich nochmal, dass ich eine andere Einstellung kriege. Die Tür kann man auch aufmachen, klar. Und das Dach hier kann man auch aufmachen, um reinzugucken. Was kann man noch alles machen? Ja, zeige ich gleich mal. Ich gehe mal in eine andere Einstellung, dass ich das mal ein bisschen von oben einfangen kann. Dann kann man besser reingucken. So, jetzt kann man noch ein bisschen besser ins Innere gucken. Von oben sieht das Ganze so aus. Das Lenkrad, die Armaturen. Weiß nicht, ob das ein Navi ist oder eine Karte. Ja, so ein Handschuhfach ist zu sehen. Die Sitze, die Kupplung mit so einem kleinen Totenschädel. Das Lenkrad ist auch beweglich, aber ja, da kann man natürlich jetzt nicht lenken. Und hier unten sieht man auch die Pedale. Richtig schick, richtig toll. Die Sitze kann man auch etwas verstellen. Ja, was kann man noch sehen? Ach so, ja, hier hinten. Ich denke mal, das ist so für die Nitro, für den Booster, für den Turbo. Die Einspritzung ist alles gebaut, ist also keine Formteile. Machen wir hier vorne nochmal die Motorhaube auf. Da kann man also auch wunderschön den Motor begutachten. Auch alles aus kleinen Steinen gebaut. Und kann sogar den Motor rausnehmen. Ja, und sich den auch mal so angucken. Hier diese kleinen Rädchen, die drehen sich auch. Ja. Also doch, muss man sagen, richtig, richtig cool gemacht, das ganze Set. Warum man den Motor rausbauen kann, ja, ich denke mal, es kommen ja später noch ein paar mehr. Da werde ich noch mal am Ende des Videos ein paar vorstellen, die demnächst noch erscheinen. Also unbedingt noch mal dranbleiben. Und da kann man die bestimmt austauschen. Einfach mal einen anderen Motor reinmachen und dann geht das auch. Das kann man ja teilweise bei diesen kleinen Hot Wheels, auch bei den Wanderbilders, da gibt es ja auch eine Hot Wheels-Reihe. Aber diese hier ist so wirklich schön und das Ding ist auch echt stabil. Achso, ja, wir können es auch gerne nochmal von unten angucken. Ist aber auch unspektakulär, würde ich sagen. Da sieht man halt nur ein paar Platten. Aber eben auch keine Farbseuche wie bei Lego. Ne? Bei Lego ist sowas ja alles nicht möglich. Die müssen ja überall Sticker drauf und sowas und ja, und komische Teile. Hier ist das alles ein Farbton. So ein bisschen Farbabweichung gibt es tatsächlich. Das liegt aber, nehme ich mal an diesen kleinen, ja,
Metallic-Teilchen, dass das so ein bisschen unterschiedlich aussieht, weil die kann man ja nicht eingängig, weil die sind ja ein bisschen schwerer und ja, dann sieht das halt manchmal ein bisschen aus, aber von weiter weg fällt es nicht auf und mich persönlich stört es eigentlich auch nicht. Das macht, tut dem Modell jetzt wirklich keinen Abriss. Ach, bevor ich es vergesse, zeige ich nochmal ein bisschen die Sitze hier. Ja, also echt super genial. Also wer so ein Hot Wheels Auto gerne hätte, der kommt um das Ding wirklich nicht drum herum. So, jetzt aber mal wieder in die andere Perspektive. Ja, als Größenvergleich habe ich mal ein 1:18 Diecast Auto. Wie man sehen kann, ist das der Plymouth aus dem Film Christine. Mal daneben gestellt, also von der Länge sind die wirklich identisch und von daher passt das ganz gut im Scale. Noch ein kleiner Größenvergleich. Ja, wie man vorne sehen kann, der Twinduction aus dem Twinduction Hauler Pack. Video verlinke ich euch oben mal wieder hin. Das ist praktisch, so sieht eigentlich ein Hot Wheels aus der Wonder Builders Serie. Und ja, im Größenvergleich dazu, da nehmen sie eigentlich die UVP so 10 Euro für einen so einen kleinen. Und wenn man dagegen jetzt wirklich diesen großen Bone Shaker sieht, den ich also tatsächlich für 47 Euro bekommen habe und derzeit immer noch so unter 50 Euro kostet, das ist schon richtig cool. Und ich meine, 904 Teile, da kann man eigentlich auch nicht meckern bei dem Preis. Ja, und ganz rechts kann man halt nochmal den kleinen Bone Shaker auf dem Stand sehen. Ja, also man sieht schon, das ist schon eine richtig große Kiste. Was auch sehr genial ist, es ist sehr stabil. Also da glaube ich nicht, dass da beim Spielen was groß kaputt geht. Das ist wirklich sehr stabil. Da können Kinder also auch gut mit spielen. Der Motor, der ist ein bisschen locker. Aber ansonsten, wenn die da ganz normal anfassen, oben am Dach und damit durch die Gegend fahren, passiert da absolut nichts. Wie schon angekündigt am Anfang, es kommen noch weitere Sets von Mega Constructs und Hot Wheels raus in der Größenordnung. Das nächste große wird Roger Dodger sein. Da ist dann auch wieder ein kleines Hot Wheels dabei. Und der wird wahrscheinlich auch wieder so um die 70 Dollar in den USA kosten. Also wird man von ausgehen können, dass der hier im UVP auch noch von 80 Euro haben wird. Dann kommen noch zwei weitere Sets raus, die allerdings nicht in dieser Größenordnung sind. Die sind etwas kleiner, kosten dafür auch etwas weniger. Also ich habe mal in den USA bei Target geguckt. Da gibt es schon den Purple Passion und den Street Rodder, die kosten da 50 Dollar. Also so umgerechnet würde ich so sagen 42, 43 Euro. Was die dann nachher hier kosten werden, ich hoffe mal nicht, dass sie 50 Euro kosten. Wenn man die dann ja vielleicht auch so für 30, 40 Euro bekommen könnte, wäre das cool. Aber ich habe da wenig Hoffnung. Also ich denke, dass man den jetzt im Moment so für so wenig Geld bekommt, das ist Glückssache. Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Bone Shaker. Ich hoffe, das Video hat euch wieder einigermaßen gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.